und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Unboxing Boys. Und heute möchte ich euch das Steelbook aus der USA vorstellen von Jurassic Park. Um eins vorweg zu sagen, dieses Steelbook hat keine deutsche Tonspur. Das Ganze habe ich bei Amazon.com für umgerechnet 9,35 Euro ergattert. Und dann zeige ich euch mal das Ganze. Wie man sieht, ist die komplette Vorderseite und die Rückseite komplett matt gedruckt mit einem Comic Artwork. Hier oben sieht man die Logos, Blu-ray Disc, Steven Spielberg Film, und hier sieht man, dass das Ganze eine Special Edition ist. Das Ganze sieht natürlich sehr stark aus und hat leider keine Prägung, aber für 9,35 Euro kann man darüber hinwegsehen. Hier hat man die Logos von Blu-ray Disc plus DVD-Video, der Schriftzug Jurassic Park und das Logo von Universal. Dann drehe ich das Ganze mal rum. Perfekt High Definition Picture, perfekt High Definition Sound. Hier sieht man, ist alles in Englisch geschrieben, was ich euch jetzt nicht vorlesen werde, weil mein Englisch ist nicht so gut. Als Bonus-Features haben wir Return to Jurassic Park Part 1, The Making of Jurassic Park, Original oder Original Featurette on the Making of the Film, Steven Spielberg directs Jurassic Park, Early Pre-Production Meetings, Phil Tippett, Animatics, Raptors in the Kitchen, Animatics, T-Rex Attack, ILM and Jurassic Park Before and After the Visual Effects, Foley Artists, Storyboards, Production Archives and more. Als Ton haben wir eine English DTS HD Master Audio 7.1, Espanol, Frankreich, DTS Around 5.1, English Dolby Digital 2.0 und eine DTS 2.0 Tonspur. Und in Englisch liegt noch eine 5:1 Dolby Digital 5.1 Surround Spur dabei und natürlich in Französisch. Dann würde ich sagen, dann klappen wir dieses gute Stück mal auf und dann zeige ich euch noch das Innenleben. Hier haben wir eine Digital Copy. Ist egal, wie man das sieht. Hat man in Deutschland eh keine Verwendung dafür, weil das glaube ich nicht geht. Und hier schon ein kleiner Minuspunkt. Die Steelbook hat leider keinen Innendruck. Hier sieht man die die Blu-ray Disc. Ist schön in Schwarz gehalten. Wenn man das so hält, sieht man eigentlich nichts. Dann mache ich das mal raus. Und hier haben wir den Film nochmal in DVD. Und hier der absolute Minuspunkt, leider kein Innendruck. Aber es gibt ja im Internet schon Inlays, die man ausdrucken kann. Und dann schneidet man die sich zurecht und dann legt man die sich da rein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder ich würde mich auch über einen Kommentar freuen, wenn es was an diesem Video zu bemängeln gibt oder sonstiges. Und lasst doch bei Gelegenheit, wenn ihr möchtet, ein Abo da. Liebe Grüße, eure Unboxing Boys. Schönen Tag noch, schönen Abend noch. Oder wie auch immer, wie spät es gerade bei euch ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.